Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Schimmel Automobile. Habt ihr uns schon abonniert? Falls nicht, dann würde ich euch empfehlen, das direkt noch nachzuholen, damit ihr immer als erstes von unseren neuen Videos erfahrt. Vor kurzem haben wir euch ja bereits den Hyundai Kona als Elektroauto vorgestellt. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Und wer jetzt wissen möchte, was der Verbrenner alles auf dem Kasten hat, der bleibt einfach die nächsten paar Minuten dran. Und am Ende des Videos erzähle ich euch auch noch, für welchen Kona ich mich denn entscheiden würde. Heute testen wir nicht irgendeinen Hyundai Kona als Verbrenner. Vor uns steht der heiß erwartete Kona in der N-Line. Damit ist das kompakte SUV mit einer sportlichen Optik unterwegs, sowohl außen als auch innen. Große 18 Zöller bieten die Basis für das um 4 cm in der Länge gewachsene Facelift. Besonders die Front gefällt mit seinem Wabenmuster und dem dreigeteilten Lüftungsschlitz oberhalb des Kühlergrills. Und auch im Innenraum verrät unser Testwagen überall, dass wir hier in der N-Line sitzen. Da wäre zum Beispiel das N-Logo hier unten am Lenkrad, rote Ziernähte überall, der Wählhebel auch wieder mit N-Logo und roten Akzenten und rote Highlights auch an jeder Lüftungsdüse. Also selbst im schnöden Stadtverkehr ist der Kona N-Line quasi jederzeit bereit. Doch kann er diese Stärke auch auf der Straße ausspielen? Die N-Line ist als Ausstattungslinie zwischen Trend und Prime angesiedelt und wird mit drei unterschiedlichen Motorisierungen angeboten. Wir fahren den Top-Benziner, ein 1,6 Liter TGDI, der in unserem Fall die Kraft über alle vier Räder und ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Straße bringt. Dass bei 198 PS sportliche Fahrfreude aufkommt, ist ja wohl selbstverständlich. Und auch wenn gerade erst frisch der Kona N vorgestellt wurde, der mit 280 PS noch mal eine Schippe oben drauf legt, ist das hier doch schon eine Ansage. Und wenn ich mal so ein bisschen spüren darf, ja, liegt satt auf dem Asphalt, federt gut ein, ohne Wankbewegung und lässt sich dazu noch präzise ums Eck zirkeln. Genauso, wie ich das bei einem 200 PS SUV erwarte. Top. Erst bei 210 km/h ist Schluss mit der Beschleunigung. Von 0 auf 100 geht es übrigens in 7,7 Sekunden. Das alles macht Lust auf den waschechten Kona N. Für uns geht es nach einer kurzen Autobahnetappe wieder auf abgelegene Landstraßen. Denn da macht das Fahren doch schließlich am meisten Spaß. Sprechen wir doch bei der Gelegenheit gleich mal über die Assistenzsysteme. Bei Hyundai ist ja naturgemäß immer sehr viel serienmäßig an Bord. Aber die Koreaner entwickeln sich eben stets weiter. Der Notbremsassistent zum Beispiel erkennt jetzt auch Fahrräder, was wir hoffentlich nie ausprobieren müssen. Und ein weiteres Assistenzsystem, das mittlerweile in alle Modelle Einzug erhält, ist der, ich sag jetzt mal, Ampelassistent. Fährt das Fahrzeug, was gerade noch vor mir stand, los und ich sollte das aus welchen Gründen auch immer verpassen, dann gibt es hier einen kleinen optischen und akustischen Hinweis, damit ich eben den Verkehr nicht aufhalte. Gut, ob man das jetzt unbedingt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber in Berlin gibt es schon die eine oder andere Schnarchnase im Verkehr. Und vielleicht hilft das ja, das Ganze etwas flüssiger zu gestalten. Wer sich für einen neuen Hyundai Kona entscheidet, erhält im Innenraum modernste Technik und echt schickes Design. Durch zwei große Bildschirme, von denen zumindest das Instrumentendisplay serienmäßig dabei ist, sieht es hier drin immer aufgeräumt aus. Kann der Kofferraum im Kona N-Line denn auch überzeugen? Im Gegensatz zum Kona Elektro haben wir hier jetzt beim Verbrenner natürlich keinen großen Akku im Fahrzeugunterboden. Das heißt, hier stehen uns 374 Liter und mit umgeklappter Rücksitzbank sogar 1156 Liter zur Verfügung. Das sind klassenübliche Werte, es ist nichts besonders Großes, aber auch nichts zu Kleines. Und in puncto Ladevolumen ist das definitiv ein Pluspunkt für den Verbrenner. Den Hyundai Kona in der N-Line gibt es ab 26.000 Euro, dann jedoch mit einem 1 Liter Benziner und 120 PS. Wer das Topmodell, welches wir heute testen, erwerben möchte, legt 30.500 Euro auf den Tisch. So ein Kona in der N-Line und mit der aktuellen Topmotorisierung fährt sich schon fast wie ein großer N. Klar, da fehlt es an Härte und an Sound, so ganz extrem mag es die N-Line dann eben doch nicht. Aber das kann man ja auch als Vorteil sehen, denn wer ein solides Auto mit guten Fahrleistungen und sportlicher Optik sucht, der wird mit dem Hyundai Kona N-Line mehr als glücklich. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Elektro oder Verbrenner, so wie er hier steht, ich glaube, ich würde den Verbrenner nehmen. Klar, Elektro finde ich auch schick, aber die Optik hier ist einfach unschlagbar. Am Ende entscheidet natürlich ihr und das am besten bei einer eigenen Probefahrt. Also kommt doch hier vorbei und überzeugt euch selbst. Bis dann!